Zeit, den Grill anzuschmeißen. Heute gibt's was ganz Besonderes. Heute gibt's italienisches Pulled Pork Sandwich. Wir starten mit einer ganz einfachen Gewürzmischung. Ein Esslöffel feines Meersalz, ein Esslöffel gemahlener weißer Pfeffer und dann jeweils ein Esslöffel getrockneten Oregano, Thymian, Rosmarin, Salbei und Basilikum. Und alles wie immer kräftig miteinander verrühren. So, wir nehmen ein Stück Schweinenacken, in diesem Fall 2,3 Kilogramm schweres Stück vom schwäbisch-hellischen Landschwein. Das Ganze habe ich einmal mit Olivenöl eingesprüht und dort verteilen wir unsere Gewürzmischung drüber und massieren das ordentlich ein. Am besten von beiden Seiten, logischerweise, und danach in Frischhaltefolie einwickeln und über Nacht kühl legen. Ich habe hier von meinem letzten Besuch auf der Spogagafa in Köln von der Firma Rebengut Räucherchips aus Bio-Weinreben bekommen. Die haben wir hier schon eingeweicht. Der Monolith ist auch schon vorbereitet. Wir sehen dort 3-4 Handvoll Black Ranch Holzkohle und darauf verteilen wir die Weinreben. Wenn der Grill angezündet ist, dauert es nicht lange, dann ist er auch betriebsbereit. Den Deflektorschein einlegen für indirekte Hitze. Ich werde bei Gelegenheit auch nochmal ein richtiges Anleitungsvideo für den Monolith Grill posten. Hier schon mal im Schnelldurchlauf das indirekte Setup. Fehlt nur noch der Rost. Und dann legen wir gleich das Schwein auf. Da ist das Stück auch schon. Sieht gut aus. Wir regeln den Grill auf 110 Grad ein. Das funktioniert bei dem Monolith sehr einfach. Hier ist der erste Blick unter die Haube nach ca. 3,5 bis 4 Stunden. Jetzt bekommt der Schweinenacken eine leichte Behandlung mit Rotwein. Das hier ist Montepulciano. Wir sind ja beim italienischen Pulled Pork. Wir können noch kurz einen Zwischenstand auf die Temperatur werfen. Ja, nach den angesprochenen 3,5-4 Stunden sind wir jetzt bei 64 Grad. Kann noch was. So, nach weiteren 2 Stunden gibt es nochmal eine Behandlung mit O-Saft. Ihr seht, ich habe mittlerweile ein analoges Thermometer eingesteckt. Meine anderen digitalen Dinger sind mir abgeraucht. Für alle die sich gefragt haben, warum hat er eine Aufhangschale unten drunter, klärt sich das Thema jetzt auch. Werfen wir aber doch als nächstes mal einen Blick auf die Ventileinstellung. Nachdem man den Grill auf 110 Grad eingeregelt hat, hält er diese erstaunlich lange. Also erstaunlich ist das wahrscheinlich gar nicht. Oben das Ventil, seht ihr, ein Spalt breit, ein ganz kleinen Spalt breit offen und unten ist ein Finger breit auf. Für alle, die sich gefragt haben, wofür dieses kleine Loch in der Mitte vom Bauch vom Monolithen ist, hier kann man, während der Deckel geschlossen ist, weitere Räucherchips in die Glut hineinschütten. Und das funktioniert mit Hilfe von so einem Schieber. Ich demonstriere das mal gerade kurz. Also das ist wirklich ein nützliches Feature, finde ich total gut. Insgesamt macht der Grill ohnehin einen sehr durchdachten Eindruck. Aber wie gesagt, dazu später einmal mehr. So, der weitere Clou an dem Rezept sind Kirschtomaten und Schalotten. Die packen wir in so eine Aluschale. Dazu kommt etwas frisch gezupfter Basilikum und etwas frischer Salbei. Und dann kommt da drüber ein ordentlicher Schuss Olivenöl und einmal gut mit Salz und Pfeffer würzen.
Das Ganze kommt dann etwa 1 bis 1,5 Stunden vor Ende vom Pulled Pork mit auf den Grill. Und wenn wir noch etwas Räucherspäne haben, dann nimmt das auch ganz toll das Raucharoma auf. Das ist richtig lecker. Zwischendurch mal umrühren. Ja, nach rund, ich glaube, 8,5-9 Stunden war es. Sieht das mit dem Schwein ganz gut aus. Kerntemperatur von 95 Grad ist erreicht. Und dann kommt der Nacken für noch rund 20 Minuten in Alufolie. Man kann sich dort etwas entspannen. Man sieht schon sehr, man muss aufpassen, dass er nicht auch so auseinanderbricht. So zart ist das. Ja, und dann nimmt man sich 2 Gabeln und rupft den Schweinenacken auseinander. Wer sich gefragt hat, warum das eigentlich Pulled Pork heißt, hier sieht man es. Sehr saftig. Gut, kommen wir zum Bau vom Sandwich. Wir benötigen einen Ciabatta. Hier ein ziemlich großes. Darauf verteilen wir großzügige Stücke vom Pulled Pork. Darauf verteilen wir dann 3 bis 4 Esslöffel von der Tomaten-Basilikum-Salbei-Mischung mit dem Olivenöl. Ihr seht, wir brauchen hier keine Barbecue-Soße, nichts. Das Pulled Pork ist so saftig. 2-3 Löffel noch von dem Olivenöl mit oben drüber. Ja. Die nächste Zutat ist Büffelmozzarella. Der schmeckt sensationell darauf. Man kann hier natürlich auch noch Rucola oder sowas mit dazugeben. Man kann es aber auch lassen. So sieht das ganze Gerät fertig aus. Sehr lecker. Ich kann es euch sagen, ein Traum. Ja, wer noch mehr von mir sehen möchte oder die genauen Mengenangaben zu diesem Rezept sucht, kann das in der Artikelbeschreibung unten machen oder guckt auf meinem Blog 0815barbecue.com. Besucht auch meine Seiten auf Twitter, Google+ und Facebook, wenn ihr mögt. Vergesst nicht, die All-Star Barbecue Bloggers auf Facebook zu liken. Hier noch ein paar Impressionen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist eines der besten Pulled Pork Sandwiches, die ich je gegessen hatte. Hier der Smoke Ring. Ich bin raus, euer Markus.